Bonjour. Hallöchen. Au revoir. Tschüss. Hey, hallo Flavia. Madbikes.shop, Flavia. Was? Merkt ihr das? Madbikes.shop, merkt ihr das? Madbikes.shop. Genau, jeden, den du siehst, musst du das sagen. Ey, Madbikes.shop. Genau, egal in welcher Situation, einfach reinschmeißen. Perfekt. Was ist ein Punkt-Shop? Das ist eine Seite im Internet. Für Madbikes.shop. Nein, das Punkt ist, weil da muss ja ein Punkt zwischen sein. Also ist es ein Punkt? Ja, Madbikes.shop. Ich verstehe. Wo fahrt ihr jetzt hin? Zum Tuner. No, ich warte erstmal auf Jean. Oh, mon Dieu. Was wollte sie machen? Uns töten? Wusste das kurzzeitig auch nicht so ganz. Hallo. Hallo, Fluffy. Was war euer Plan? Mich töten? Nee, warum? Na, weil Jean so in meine Richtung geschust ist. Wir sind dann auch mal los. Tschüss. Bis später. Tschüss. Macht's gut. Warum siehst du aus, wie du aussiehst? Ich mag deine Brille. Die ist rosa. Ich bin unterwegs. Maybe ist lila. Rosa-lila. Lila. Rosa-lila. Lila. Rosa-lila. Madbikes.shop. Mit den anderen mit. Bis gleich. Schnuffel! Ah. Na, alles gut bei dir? Ja. Komm mit, Fluffy. Wir gehen Leute ansaugen. Oh, wait, das kann ich besonders gut. Nee. Bitte? Nee. Wird nicht gut, wenn ich fahre. Fahr selber. Aber willst du fahren? No, ich will nicht. Und du willst auch nicht, dass ich fahre. Oh, da ist jemand. Salut, Raffi! Der hat gerade noch seine Thermoskanne mit Kaffee zwischen den Beinen, hofft, dass die bald warm wird, dass er die trinken kann und dann fährt er weiter. Das sind Menschen. Nix. Was machst du? Ich wollte mal hören. Das sind Cops, die kann ich gut ansaugen. Wir sind gerade ein bisschen am Rumfahren gerade so. Ja. Wir gucken gerade, wie Wasser von den Cops aufgenommen wird. Fand so. Das ist ein bisschen witzig. Mit den Rasenmäher. Wir sind fünf und die haben ihn gerade angehalten und der steht jetzt am Straßenrand. Du fliegst, Jule. Doch, da stehen ein paar unter! Ja, vier Stück sogar. Was? Ne. Doch, vier. Krass. Ey. Du redest mit dem, Ravi. Warum wieder ich? Weil du cool bist. Ich wollte meinen Kaffee trinken. Tu's. Was geht? Zeit. Habt ihr denn alle eure Metallsteuer abgegeben? Also, meine Metallsteuer beläuft sich momentan auf $23.65. Die kann ich abdrücken. Ich ja, hab ganze $2 dabei. Nehme ich auch. Ich hab keinen Dollar dabei. Pande. So, erstmal die 23 und die 2 Dollar her. Ernsthaft? Ja, dann natürlich. Ja, wenn du das sagst. Ja, nein, gib 1 Dollar. Ich komm. Gib mir jetzt 1 Dollar. Du auch, 1 Dollar. Jeder hier muss 1 Dollar zahlen. Was mit dem in der Ecke? Der kann fies. Der denkt, der kann sich verstecken und das Spiel gehen. Ey! Der liest eine SMS. Warte. Oh, er hat ihn wachgeküsst. Das war fast ein bisschen niedlich. Fänger in sein Ohr gesteckt. Der ist voll die Disney-Prinzessin. Du musst noch Metallsteuer abgeben. Kriegen von dir. Ja, ein Dollar. Wir haben schon. Außer der eine, der einen Nackenklatscher gekriegt. Gehst du jetzt? Das stimmt wieder, der Pleitegeier. Danke. Schönen Tag noch. Tschüss. Ciao. Ich habe $26 gekriegt. Darauf ein Ticket. Hey. Aua. Alle wieder auf die Plätze, wo sie waren, denn verwirrt es nicht. Ja, ich war vorne. Gar nicht. Doch wohl. Gar nicht. Ich hab Kabelstürchen zwischen den Zähnen. Schnell weg, bevor die Cops kommen. Ach, die rufen locker die Bullen. In der Mitte ungefähr zu. Ich muss mal kurz auflegen für die dramatische Pose, okay? Ja, ich auch. Ey, ich schubst mich doch nicht hier runter. Legen wir alle auf, weil wir alle jetzt hier zusammen stehen. Anscheinend. Wir wollen dramatisch posieren, deswegen haben wir... Hey, was geht? What up? Heute ist Brückentag, Mann. Was geht? Geil, gab's schon Ewigkeiten nicht mehr. Sally. Echt mal, wir lassen den jetzt wieder aufleben, yo. Brückentag war schon lange nicht mehr, heilige Scheiße. Wenn ihr hier rüberfahren, müsst ihr ein Dollar zahlen. Ey, außer, nur weil du es bist, lege ich auch noch $30 oben drauf. Ist kein Problem. Nee, das ist zu viel, kann ich nicht annehmen. Ein Dollar Brückengebühr pro Kopf. Ich hab's grad nicht so dicke, ja? Nee, so haben wir aber nicht gehört. Oh, klar, natürlich. Ein Dollar pro Kopf. Pro Auto. Was ist mit dir? Hä? Ein Dollar pro Auto. Nee, das war pro Kopf. Früher mal. Ich krieg den alles Stop, früher war alles besser. Zeiten ändern sich. Ja?
Hey, warte, wir können mal auch wechseln, kein Problem. Hast du hier am Gürtel so einen Münzwechsler? Exakt. Hallo. Warte, MJ, lass mal den Hut rumgehen, dann kriegen wir was zusammen. Ja, genau. Du kannst auch einen Zehner rausgeben. Hast du ein bisschen Kleingeld für uns? Ich gebe dir einen Dollar, wenn du mir 5 gibst. Hier hast du einen Fünfer. Das ist ein schlechter Deal, MJ. Nicht? Hast du irgendeinen Haken bei? Und hier hast du noch einen. No, Dollar. Wirklich nicht. MJ, der hat wirklich nicht gelogen, der kann rausgeben. Klar, Mann. Okay. Ich hab doch gesagt, er hat so einen Münzgürtel an. So, wir ziehen jetzt wieder ab, Mann. Und nächstes Mal kommt ihr direkt um Pizza. Ganz ohne irgendwelche Hintergedanken. Oh, holy shit, Mann. Ist das wirklich ein Dollar hier von Los Santos? Natürlich. Beiß rein, der schmeckt eklig. MJ, ich hab gerade gesagt, dass wir wegfahren. Unser Fahrer ist was? Nicht hier. Ich hab's gerade nicht gehört. Was hast du gesagt? Ich hab gerade bezahlt für alle. Ravi! Was, ich hab jetzt hast du umsonst dem Geld gewechselt. Ja, das ist doof. Können wir nochmal zurücktauschen? Lass mich kurz überlegen, bevor ich Nein sage. Okay. Nein. Rafi. Unerwartet. Ich mach die Brücke frei. Schade. Das nächste Mal. Wirklich echt? Oh, jetzt müssen wir die Brücke frei machen. Geh mal zur Seite, bitte. Achso, ja dann. Der Tag ist over jetzt hier. Waren wir die einzigen denn, die wir bezahlt haben? Ja. Okay. Fehlt eigentlich nur noch das FIB, das hier irgendwie getan rumfährt und Leute hochnimmt. Oh, eine Fresse. Ja, anscheinend nicht. Alter! Schließ mal erst mal kurz. Beruhig dich auch. Entschuldigung, hallo. Ich wollte gucken, ob euer Auto bequemer ist. Gut, ist es nicht? Ich gehe in das andere Auto wieder. Das kann man, wenn man nicht okay. Platz. Nimm mich mit, da ist nicht so bequem bei denen. Ja, ich meine, dass der Touareg schöner ist als der, ne? Das ist mir auch klar. Da riecht es auch merkwürdig bei denen. Ja, die trinken ja auch alle nach Pups. Wer nimmt mich ab? Wer willst du sagen, die ist fett? Alle nichts dabei? Ja, ich hab. Na klar, ich was dabei. Ich hab auch was dabei. Das wird aber nicht ins Auto gelegen. Ich hab Jason meine Doppelläufige dabei. Okay, jetzt wird richtig zerlegt, wenn ihr Shops nehmen. Das ist Frau Baxter, lass du Frau Baxter. Ja, lass du Frau Baxter. Frau Baxter! Hallo Frau Baxter, was geht? Hallo. Seid ihr gerade abgehauen? Hey, wir sind nicht abgehauen. Wir sind nicht abgehauen. Okay. Wir kamen hier nicht durch, als haben wir gedreht und dann haben wir gedacht, wir versuchen es wieder. Okay. Sie können einfach da vorne reinfahren. Habt ihr eure Checkpoint-Steuer gezahlt habt? Exakt. Bitte? Ob ihr eure Checkpoint-Steuern ein? Habt ihr eure Checkpoint-Steuer gezahlt? Wir machen das gleich bei euch, also, ne? Sie wirklich? Wegezoll zahlen. Ach, die klauen uns unsere Jobs. Aber Sie zahlen Checkpoint-Steuer. Checkpoint-Steuer einen Dollar pro Polizisten, jetzt, der hier ne? ist. Damit der Staat sicherer wird, müssen Sie das jetzt zahlen. Und da vorne können Sie das einmal begleichen. Sie flunkern. Gar nicht wahr. Sie müssen das zahlen, weil Sie es machen, nicht wir, weil wir reinrascheln. Nee, wir tragen ja schon hohe Kosten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das kostet ja richtig Geld für eine Veranstaltung. 8, 9 Karren. Aber ich zahle doch nicht für Ihre Veranstaltung. Ja, und das macht 1 Dollar pro Polizisten. Nur wenn wir zahlen, dann fahren wir weg. Nein, fahren Sie nicht weg. Dann kommen Sie gratis durch, okay? Wirklich? Sie kommen gratis aber durch. Aber dieses die Insetzen dieses Fahrzeuges. Aber Sie müssen die Steuer zahlen. Ja, eben, das ist ein Dollar pro Polizist. Die ist ja schon mit. Ist das nicht dumm, da einen Checkpoint zu machen, wenn jeder links einfach abhauen das kann? Wir haben gerade erst aufgebaut. Da ist noch einer, den wir. Noch ein Dollar. Wir holen uns die gleich alle. Wirklich? Wirklich. Können wir helfen? Das geht nicht. Sind das Süßigkeiten? Das waren Süßigkeiten! Ich leg auch mal kurz aufs Geld zu. Sie müssen die Steuer bei mir bezahlen, der andere war nicht richtig. Wie viel haben wir bekommen, Raffi? Was wollen Sie denn haben? Dollar gekriegt. Steuern. Wie viel? Das sollte reichen. 25. Nein. Ja, reicht das? Okay, das reicht. No, da ist gar kein Schokolade drauf. Ja. Schokolade. Wirklich ein Anfang. Oh, merci. Flavia, wir können wieder. Oh, der hat gezahlt. Ja, Baxter auch. Jetzt wir haben 25 Dollar gekriegt. Aber die müssen doch jeder einzeln zahlen. Na, wir drehen jetzt. Gehen wir einfach. Macht's gut. Wir werden bestimmt nicht verfolgt. Es ist ein Heli hinter uns. Mhm. Jetzt, wir haben eine Verfolgungsjagd. Oh, jetzt kommen welche. Oh, ich glaube, wir werden noch verfolgt. Dran.
Wollen wir vielleicht vom Highway runterfahren? Frag für einen Freund. Natürlich. Was denken die, dass ich mit dem Baller abhau? Was geht ab, Herr Kohlimann? Beste Parkposition. Ich kenne ihre Stimme. Nein, kennst du nicht. Sie sind der Hausmeister. Hausmeister? Wo? Sie. Was kann man für oder gegen Sie tun, Herr Coleman? Gegen mich meistens gar nichts. Wollen Sie noch Steuern zahlen? Fahrer kann mal aussteigen. Guck mal, da ist HP. Was ihr mal für uns tun könnt, ihr könnt da oben mal in den Checkpoint reinfahren. Warum? Hä? Deine Kollegin hat doch gesagt, wir sollen uns verziehen. Nein. Doch. Ihr sollt da hoch und sie sollt da reinfahren. Dann hat sie sich nicht präzise ausgedrückt. Wir sollen wegfahren. Das war deren Aussage. Was? Way, aber sie können nicht fragen, weil Frau Baxter ihr Funkgerät verlegt hat. Wir haben sogar extra $25 bekommen unter der Prämisse, dass wir danach wegfahren. Aber das war die Ansage. Ich ruf die mal an. Weil wir da auf den Sack gegangen sind. Dem muss auf den Sack gegangen werden eigentlich. Oh bitte, darf ich das ohne Konsequenzen? Baxter. Kann ich die Übungsperson sein? Jupp, komm schon bitte. So doll, dass die danach nicht mehr bei uns arbeiten wollen. D'accord, ich mache einen Mittelweg. Jupp, sollen wir uns kurz noch ein paar Kleinigkeiten an illegalen Gegenständen holen? Irgendwie ein Messer, was illegal ist, damit die was zum Üben haben oder sowas? Und dann kommen wir zum Checkpoint, hä? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ist ein Schlagring illegal? Warum? Nein. Beim Messer kommt es doch an, wie lang das Ding ist. Ja, alles außer das Springmesser das ist illegal. Das sind nicht 20 Zentimeter. Ja, wir holen schnell eins und dann kommen wir dahin und dann ihr können wir mit denen das üben. Ihr braucht keine illegalen Gegenstände, ihr könnt euch vielleicht nur mal ein bisschen dagegen wehren, eure Papiere das zu kann ich. So, damit die euch überreden müssen. Ich habe keine Papiere für das Auto. Ja, kann ich einen Schnucklichen bekommen? Ist doch auch praktisch. Die können sich vielleicht sogar einen ausruhen, wenn sie Glück haben. Okay, das 2 Minuten, wir kommen dahin. Ja, bis gleich. Und los, Raffi. Oh, der wird weinen. Okay. Kennst du uns einen Taser, wäre das nicht so gut geworden. Nee. Fahr schnell zum Hof, dann bringen wir den Scheiß weg und dann fahren wir dahin. Ich war ein bisschen verwirrt von dem zweiten müden Helikopter. Ist das der neue hässliche Wagen von Barty? Ich glaube ja. Dann lasse ich den noch in mein Auto liegen, ja? Oh, ich kann mit der Schuhbox fahren. Ich fahre selber da rein mit Schuhbox. Lass mal jeder mit dem Auto da rein. Darf ich dann den Baller? Los, release das. Schlüssel. Dann bin ich gleich da. Wo sind Sie denn gerade? Nein, habe ich nicht, Flavia. Merz. Mit was fahre ich denn dann? Dann fahre ich mit der. Okay. Einmal vorfahren. So, das Motorrad bitte einmal weiterfahren zu den Kollegen. Der rote Hurricane bleibt einmal bei mir. Ja, ich bleib bei dir, okay. Die fahren bitte einmal zu den Herren weiter. Die Dame auf dem Motorrad. No. Danke. Ich lauf darüber. Können Sie auch machen. Natürlich. Ich soll zu Ihnen. Oder das Motorrad. Oder los. Zu uns. Super. Ui. Krieg ich den Blonden? Ja, Sie kriegen den Blonden. Sally Blonder. Hallo, Wright, mein Name vom LSPD. Ich würde mich einmal über einen Ausweis von Ihnen freuen. Den habe ich nicht dabei. Den haben Sie nicht dabei? No. Oder ich will Ihnen nicht zeigen, weil Sie bisher noch nicht freundlich genug waren. Freundlich? Einen wunderschönen guten Abend. Und steigen Sie aus dem Wagen. Mein Name ist Officer Wright vom LSPD. Dürfte ich bitte einmal Ihren Ausweis sehen? Warum haben Sie so einen komischen Bart? Sehr komisch. Wey, der ist so dunkel und die Haare sind blond. Warum haben Sie dem Haare blondiert? Tatsächlich sind meine Haare nicht blondiert. Wirklich? Die sind natürlich. Das wächst so, das tut mir leid. Sie könnten die dunkel färben. Wenn Sie mir den Ausweis dann zeigen, ja. Dann darfst du mich Fluffy nennen. Ich möchte zuerst deinen Ausweis sehen. Kriegen Sie von mir hier einmal bitte meinen Dienstausweis. Baxton Wright. Das tut mir sehr leid. Das haben Ihre Eltern irgendwie nicht gut mit Ihnen gemeint. Ja, das kann ich jetzt gerade noch nicht mal abstreiten. Wie lange bist du schon Polizist? Frau de Lewis? Salut! Gucken Sie mal. Habe ich jetzt jemanden Kompetenten und kann der Paxton bitte gehen? Oh, süß. Der Paxton geht nicht. Hilfe, jetzt bin ich gespannt, wenn ich den Namen einer falschen Person genannt hätte, die gesagt, aber ich noch mal eingereist weil, ist, dann es wäre ja jetzt... Mein Name ist erst schon weg, warte. August als Ablaufdatum. Ich habe Sie angelogen. Angelogen? Hey. Inwiefern? Ich bin Joan Cameron, Sie können das nachprüfen. Deswegen haben... Die Kollegen Sie auch immer mit dem Namen Deleuze angesprochen. Oi, Sie wissen, das ist mein Undercover-Name, weil eigentlich ich bin Undercover-Einsatzpolizistin für Straßensperren. Und Sie haben es erraten, deswegen, Joan Cameron, prüfen Sie es ruhig im Verzeichnis.
Ich glaube, er erzählen hat Sie mir doch mal das Geburtsdatum. Von mir? Kann ja, ich nicht. Ich bin eine Dame. Das ist, als würden Sie mich nach meinem Gewicht ich fragen. Ich muss ja irgendeinen Anhaltspunkt haben. Sie müssen ja nicht das Jahr nennen. Sie können ja wenigstens. Ich kann Tag Ihnen sagen, wo ich wohne. Und das war eine Einladung. Das hilft mir jetzt auch ja. nicht so viel. Ich würde mich nach wie vor darüber freuen, wenn Sie mir zumindest den Tag und das, den Monat nennen könnten. Auch nicht. No. Freunde Louis. Bitte. Das kann der doch nicht. Cameron. Cameron. Ich gucke jetzt einfach mal nach beiden Namen und dann werden wir. Was? Kann ich auch prüfen? Der kann doch das Geburtsdatum prüfen. Der kann doch einfach den Computer gucken und nachschauen. Wait, deswegen, ich weiß doch das Geburtsdatum von Joan nicht. Ach so. Wann hat Joan Geburtstag? Weiß ich nicht. Die hatte vor kurzem erst, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Aber Freunde, du es mal zeigt doch nicht mit nackten Fingern auf angezogene Menschen. Oh, bitte bringen Sie nicht dazu, sich auszuziehen. Das will keiner Nein, sehen. Nein, um Gottes Willen, als ob ich mich jetzt hier ausziehen würde. Bitte schön. Kann ich jetzt gehen? Ja, Sie bekommen von mir noch Ihren Führerschein wieder. Ach, den, so damit Sie wenigstens noch Auto fahren dürfen. Bitte schön. Merci. Poxy, hast du gut gemacht. Ich wünsche Ihnen dann trotzdem noch einen schönen Abend. Das wünsche ich Ihnen auch. Schieben Sie bitte wirklich bis zur nächsten Garage zurück. Natürlich mache ich das. Wunderbar, Frau Delos. Ihnen noch einen schönen Abend. Ihnen auch. Au revoir. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Nacht. Tschüss.